Hallo Leute, da hat's 1005 hier mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. So, heute haben wir den zweiten Dungeon erreicht, Höhle der Flamme. Und da wollen wir uns doch so gleich auch mal umgucken, hätte ich gesagt. Während Melta das heilige Schwert versucht erneut zu schmieden, suchen wir das zweite Element. So ist es jedenfalls uns aufgetragen worden und es sieht nicht so aus, wie wenn ich hier vorbei kann. Nein. Ist auch okay. Ist kein Problem, ist kein Problem. Schauen wir hier weiter. Oh. Oh, Bombengegner. Sollte man... Alter Falter! Sollte man nach Möglichkeit wahrscheinlich nicht reinrennen. Wetter. Die Explosion von denen ist unschön. Bomben. Hier haben wir was. Zum Aufbomben. Na komm schon, Bombe. Gegen die Stachelpanzer nützt das Schwert nichts. Du musst ihn umdrehen. Ah! Schild. Halt, stopp. Genau. Und dann mit dem Schwert drauf. Das kennt man bestimmt noch aus ein paar Zelda-Spielen für den Gameboy. Da gab es da ähnliche Gegner. Aber Iselo hat es uns ja gut erklärt. Kompass erhalten, du siehst, wo sich interessante Dinge, drücke Start und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir hier in diesem Raum. Da gibt es erstmal Herzen und Rubine. Rubies. Das ist ein Raubschleim. Und wie komme ich da raus? Kann ich auf jeden Fall umbringen. Okay. Da hat es nicht so viel geraubt, aber es war trotzdem nicht schön. Man muss es nicht haben. So, wir gehen mal runter. Oh, sieht richtig schön aus, diese Mine. Nein. Ah, mit dem Schild kann ich die dann blocken, dass die dann auf der Stelle bleiben, wo man sie getroffen hat. Das ist sehr schön. Beziehungsweise sehr löblich, möchte man sagen. Sonst hüpfen die immer hier so komisch rum und das will ja keiner. Da komme ich so nicht weiter, hier auch nicht. Ein roter Schleim. Na, wie geht's dir heute so? Brauchen wir zwar nicht, wir nehmen es aber mit. Ein Schalter. Noch mehr rote Schleime. So, den haben wir getötet. Ah ja, hier geht's weiter. Ah, haben wieder diese Viecher. Die hasst jeder. Ah. Damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen. Was? Was ist denn? Hast du etwa Angst? Ah, nein, ich glaube nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Hopp, los jetzt. Ja, müssen wir theoretisch, Iselo. Ich meine, alter Falter, das Ding geht ja ab wie ein Zäpfchen. was war das denn? Das eben, Kind, was glückst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich, da laufe ich lieber selbst. ich glaub's dir, dass es dir etwas schlecht geworden ist. Das war nämlich ziemlich schnell. Stunnen. Wenn er... Okay. Hierher kommen, wollte ich sagen. Hat allerdings nichts weiter... Sehr schön. Gut, ich hätte die eventuell vielleicht nutzen können. Ist auch egal. Bomben immer gerne. Wenn ich sie theoretisch genau vor dem Loch zum Stoppen bringe, dann nützt mir das Ganze was. Aber so. Sieht aus, wie wenn ich diese Gegner wirklich mal besiegen muss. Weil anscheinend hier sonst nichts erscheint. So wie es mir scheint. Das ist scheiße. Echt scheiße. So. Komm mal her. Nein. Jawohl. Das sieht sehr interessant aus. Na sowas. Hier ist ja ein Portal verborgen. Wenn ich dich schrumpfen lassen soll, stell dich drauf und drücke R. Wissen wir, Iselo, wissen wir. So.
ich nehme jetzt an, wir können wahrscheinlich hier nicht durch, oder? Doch, könnten wir auch. Ist jetzt die Frage, ob mir das was bringt. Ich schaue jetzt da oben mal durch diesen Minish-Durchgang. Der sieht nämlich wesentlich interessanter aus. Oh. Da sollte man sich wahrscheinlich vor denen in Acht nehmen. Aber die nehmen uns gar nicht wahr, das ist schön. So, hier ist noch nichts weiter. Hier haben wir, oh, hier haben wir ein Herzteil. Kann ich so nicht nehmen. Ich komme hier nicht mal über die Schienen rüber. Mensch, die Minish, das sind schon solche Pfeifen. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Komme ich hier durch? Oh, meine Truhe, die kriege ich so nicht auf. Keine Chance. Ich kann hier runterjumpen. Kann ich, ja. Man sollte allerdings auf die Flammen vielleicht etwas aufpassen. Kann ich die vielleicht auspusten? Ja, das war fast klar, dass das geht. Das war fast klar, dass das geht. Mit Wind lässt sich doch alles lösen. Fast alles. So. Oh, die sind brüchig, die Dinger. Oh, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Ja. Muss man etwas aufpassen. So, hier haben wir alles aus. Also, aber ich muss da drüben erstmal den Schalter drücken. Vorher tut sich da nichts. Das fährst du mal so rüber. Ein Glücksfragment. Und einmal der Schalter. So, jetzt könnte ich allerdings auch nochmal zurückgucken. Genau, weil wir hatten ja hier noch die Truhe. Da wird wahrscheinlich die Karte, genau, die Dungeon-Karte und so weiter und so fort. Schauen wir mal kurz. Okay. Ist schon ein bisschen größer, die Mine. Aber ich denke, wir kriegen das hin. So. Okay, ein Rubin, den will niemand. Gehen wir mal hier durch. Mensch, ist es hier heiß. Oh, what the hell? Fahrende Plattformen, yay. Oh. Nein, schnell runter. Was sind das, Lavaschnecken? Solche Gegner hasse ich ja schon wieder. Ah, die muss ich hier rein versenken, so wie es aussieht. Kann ich hier... Ah, an die Kiste, yay. Nee. Moment. Okay, nee, die Lavaschnecke muss man hier runter. Die muss wahrscheinlich hier noch in das Loch rein. Komm mal her. Oh. Kann ich die nehmen? Na, das ist doch supi. Das war zu weit. Schnecke, kommst du nochmal? Oder wie schaut's aus? Wahrscheinlich brauche ich die nicht mehr unbedingt. Ich weiß es nicht. Es ist sehr interessant. Okay. Ah, ich muss da in den nächsten rein. Genau. Und dann wahrscheinlich hier rum. Na, hoffentlich reicht das. Geht ganz knapp. Unglaublich. Nee. Schalter. Macht da drüben die Tür auf. Ah. Jetzt. Das ist eine Truhe auf einem Posten oder was das sein soll. Der muss da ins Loch rein, damit ich an die Truhe hinkomme. Jetzt macht Sinn, ja. Mhm. Flop. Kleiner Schlüssel. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, wir haben einen kleinen Schlüssel. Das heißt, ich kann theoretisch... Alter Falter. hier weiter. Ne? Dankeschön. Und Link, schreib bitte nicht so. Schalter! Aha, Weiche umgestellt. Soll bedeuten, wiederfahren. Oh nö.
Ah, jetzt kommen wir da oben rum. Wetter geht das Ding ab. Einfach mal alles getötet. Sehr schön. Halt, das war schon richtig. Ich brauche hier so mal. Alles okay. So, hier haben wir wieder Minish. Okay. Das Ding liegt falsch rum. Das muss ich herumdrehen. Also es ist hier auf jeden Fall ungemütlich. Ich würde nicht so gern über dem Feuer längere Zeit bleiben. So viel ist schon mal sicher. So, dann haben wir hier was zum Aufbomben. Bombs away. Und da ist noch ein Durchgang. Schauen wir mal. Ah, Herzteil. Yay. So. Sollte noch eins fehlen, oder? Also sehe ich gar nicht. Na, ist auch okay. Auch okay, auch okay. Schuppidubdu. Oh. Das war ja mal wieder klar. Ach du Scheiße. Ach du Heiliges. Die sind etwas nervig, die Schleimis. So, eine noch. Komm, den werden wir doch jetzt schaffen hier. Dankeschön. Oh, man. Wirbelstab erhalten. Er dreht Dinge und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Ey, das ist cool. Oh, hier ist es wieder ziemlich heiß. Moment, er dreht Dinge um. Das heißt so hier. Yay. Und verwandelt. Hey Knips, mit deinem Wirbelstab könnten wir uns vielleicht in die Höhe katapultieren. Man müsste nur die Energie, aus der Spitze kommt, irgendwo einfangen können. Das geht wie Sau. Yay, Teleporter. Komme ich aber hier nicht weiter. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, für was die Löcher gut sind. Blub. Und dann hier hoch. Gejumpt. So, da ich jetzt Dinge umdrehen kann, können wir hier mit der nächsten Lore fahren. Ah. Link schreit immer so schön. Nein! Falsche Richtung, Mensch. Nochmal. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass diese Animation den Game Boy Advance zum Laggen gebracht hat. Das ist ziemlich schnell. Vielleicht hat er das nicht verkraftet. So. Kleiner Schlüssel, yay. So, nochmal. Oh, man. Schnell durch. So, dann wieder hier runtergejumpt. Und hier aufgemacht. Jetzt ist die Frage, oder ich gehe nochmal kurz zum Anfang, ob da noch irgendwas Interessantes für uns war. Es ist jetzt immer die Frage, vielleicht könnte ich da noch was machen. Ich glaube aber fast nicht. Also, mir war jetzt nichts im Gedächtnis, wo ich sage, ja. Also hier ist alles soweit fertig. Keller 1 schaut gut aus. Keller 2, gut, da haben wir noch nichts, ist soweit klar. Also hier haben wir alle Räume betreten, keine Truhen mehr. Hier, Moment mal, so dunkellila haben wir noch nicht betreten, ne? Helllila haben wir. Dunkellila, ne, das ist ja komplett anderes. Ne, hier haben wir alles. Hier fehlt da noch was. Sehr schön. Läuft doch wie Flötchen hier. Okay. Kann runtergehen. Schauen wir mal weiter. Ah, das sieht schon mal wieder hier sehr einladend aus, das Ganze. Hier kann ich was umstellen. Das würden wir mal so lassen, würde ich sagen. Okay. Minish Action. Da muss ich jetzt... Nee. Genau falsch. Also nochmal groß machen.
noch nicht umlegen, das Ganze. So, dass ich da als Minish durchkomme. Sonst tue ich mir da wieder hart. So, und jetzt... Halt, halt, halt und durch. Sehr schön. Was sind das für Dinge? Also bis jetzt sind die, machen die noch gar nichts. Man weiß aber nicht, was noch so auf uns zukommt. So, das heißt, wir machen uns hier wieder gross. Yay. Oh. Ja, ja. Jetzt habe ich mich natürlich hier eingesperrt. Das ist sehr schön. Sollte ich vielleicht hier mal mein Dings ausrüsten, mein Schild? So, dann machen wir das Ganze so. So. Und so. Und jo. So, einmal unseren coolen Wirbelstab. Flop. Und wieder Lore. So, einmal Flop und nächste. Oh, what the hell? Man, nein. Link, du willst doch das hier nicht noch öfter machen. Ich versuch's doch schon. Vielen Dank. Wir müssen jetzt mal gucken. Achso, ich brauche die Schnecken, dass ich da runterkomme. Give me. Flop. Ach nee, das muss da oben rein. Passt schon. Dann ist alles okay. Die müsste ich jetzt etwas herziehen. Ach komm! Also, leg mal hier ab, Link. So. Das ist zu weit. So, sehr schön. Also, dann zieh mal rüber den Schalter. Ja, es ist schwer, ich weiß. Und das war zu hoch. So. Flop. Schubidub, dub, 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 dub. Flop. Oh, was muss ich hier nur tun? Ich hätte das nur erwartet. Glücksfragment! Ja. Nein! Nicht machen. Nee, da muss ich mich tatsächlicherweise da hinten runterfallen lassen. Flop. Glücksfragment! Schieb. Bitte. Oh, wieder Flammen. Flammen-Action. Feuer, Feuer. Oh, das wird jetzt hier aber sehr interessant. Nein, schnell rüber. Meine Güte. Hier ist die Boss-Tür. Okay. Nein. Dankeschön. Zweiter Teleporter. Da komme ich so nicht hin. Ah! Na komm schon. Kurz absteigen. Wir haben noch nicht den Boss-Schlüssel, das heißt, ich kann da nichts machen. Ist allerdings auch kein Problem. Na komm schon. Plattform, hallo. Flomp. So, hier nochmal kurz absteigen. Okay, das wird sehr interessant da unten. Ich sehe das schon kommen. So, also die nochmal hochgehen lassen.
Und sobald sie runterkommt, dann machen wir hier unsere Aktion. Zack und zack. Und zack und flomp. Hä? Das war nicht richtig. Irgendwas hat da nicht hingehauen. Halt! So, jetzt. Reicht das? Gerade so. Okay. Können wir uns das Ganze vereinfachen, theoretisch, wenn ich da drüben schon mal ein paar Krüge absaug. Und wir das Ganze dann so machen. Nicht in die Lava, Menschen, Kinder, jung. Was tust du hier? So, jetzt, hier wieder den coolen Umdrehstab. Oh, what the hell? Ah! Nein! Ach komm! Das ist doch hier pixelgenau. Was soll die Kacke? Link, please. Ach, das gibt's doch nicht. Mann. Plomp. Das war falsch. Reicht das noch? Ja. Ja, man hat theoretisch genug Zeit, ich sehe schon. Achso. Hier hoch. Atze Concentration. Flump. Ich sehe schon, ich will bloß mal kurz hier gucken. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Kann ich die mit meinem coolen Schild hier abblocken oder nicht? Ja, das geht. Glücksfragment. Nein, schnell. Toll. Naja. Flump und flup. Jo. Man sieht's, worauf das hinausläuft. Mal wieder in die luftigen Höhen. Schon hier, der bleibt hängen. Okay. Oh. Das wird jetzt heiß. Das wird heiß. Okay. So, vielleicht nochmal kurz hier. Ich kann ja... Ah, zur Kiste, genau. 100 Rubine. Yay, 300 Rubine. Das heißt, wir könnten uns jetzt dann den Boomerang leisten. Das ist schön. Und das ist auch das Maximum, das unsere neue Geldbörse hier... Lass mich mal hier runter, dass unsere neue Geldbörse fassen kann. 300 Rubinen, das ist doch schon mal was. So, Wirbelstab und Flomp. Und Eselo, flieg. ja. Da ist noch ein Wirbelwind. Sieht hier auf jeden Fall sehr interessant aus mit der Lava, das muss ich schon mal so sagen. Und runter. Ein Glücksfragment. Flop. Ach so, Momentchen mal. Aber ich müsste ja eventuell vielleicht noch zur großen Truhe. Wie werden das? Das ist jetzt ein Aspekt, den ich nicht beachtet habe. Wahrscheinlich habe ich jetzt alles soweit in den Dungeon. Ja. Bis auf die eine... Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt dann nochmal komplett zurück, ne? Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Ich werde es dann soweit schon mal nachspielen, bis wir da oben sind. Dann haben wir das soweit und dann machen wir uns auf zum Boss. Ich bin der Arzt105. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Bis dann und ciao, ciao.